juste savoir comment est-ce qu'il a vécu ce premier Grand Raid. Wie haben Sie diesen ersten Grand Raid erlebt? Ja, Emotionen, Wahnsinn. Also es war schon am Start eine Atmosphäre. Also ich habe sowas noch nie gesehen, so viele Leute. Dès le départ, c'était exceptionnel. Je n'ai jamais vécu ça. Beaucoup d'émotions. Comment s'est décidé de finir ensemble? Comment ils ont décidé de finir ensemble avec Ludovic? Wie haben Sie beschlossen, zusammen den Sieg davon zu tragen? Ja, ich hatte nach knapp 100 Kilometer ziemlich eine Krise und dann dachte ich eigentlich, ja, mit dem Podium wird nichts mehr heute. Und ich wollte einfach nur mehr finishen. Doch dann ist Ludovic an mir vorbeigelaufen und ich habe mich nochmal gepusht und wollte einfach dranbleiben. Und irgendwann haben wir gesehen, dass wir ziemlich gleich stark sind. Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es zusammen, motivieren wir uns und schauen, die Gegner im Schach zu halten. Und klar, einmal ist der andere stärker, einmal der eine, aber ich glaube, bis zum Schluss sind wir beide verdiente Sieger. Il y a une grande traduction à faire, là, Nicole. Je pense que nous sommes les deux vainqueurs. Nous avons du mérite tous les deux. J'avais une crise après 100 km à peu près et j'ai vu qu'il me doublait. Et on a vu qu'on était à peu près au même niveau. Donc on s'est tirés mutuellement pour arriver à cette victoire. À un moment donné, on l'avait senti fatigué. Qu'est-ce qui l'a relancé? Sie waren zwischendurch mal müde und dann haben sie wieder Auftrieb bekommen. Ja, es war weniger müde. Es ist einfach zwischendurch bekommen eine Krise und ich habe dann extreme Krämpfe bekommen in den Beinen und die gingen einfach nicht weg und ich war einfach in einem schlechten Zustand körperlich, aber ich habe mich dann erholt, einfach nach einer halben Stunde gemütlich laufen und 4 Salztabletten und dann ist es langsam wieder gegangen und dann bin ich wieder zu Ludovic aufgelaufen und dann habe ich mal einfach versucht, an ihm dran zu bleiben und irgendwann haben wir beschlossen, zusammen das Ding zu machen. C'était pas une fatigue vraiment, c'était plus une crise physique. J'avais beaucoup de crampes dans les jambes. Et après, quand Ludovic m'a rattrapé, on a décidé de finir cette course ensemble. Dernière question, il reviendra? Kommen Sie noch mal wieder, das ist die letzte Frage von unserer Seite. Ja, also, das Rennen ist wirklich bisher mein schönster Lauf. Ich denke, ich werde nicht nächstes Jahr kommen, aber in einigen Jahren sicher wieder. Weil der Lauf ist einfach einzigartig. Die Atmosphäre, die Landschaft, die Menschen, einfach die Organisation wirklich super. Und ich glaube, hier schlägt das Trailrunner-Herz einfach größer und höher. Von dem her, denke ich, komme ich wieder. Ja. Il a encore beaucoup de ressources. Je reviendrai à coup sûr, peut-être pas l'an prochain, mais dans quelques années, c'est sûr que je reviendrai parce que la Réunion m'a beaucoup, beaucoup impressionné, les paysages, les Réunionnais. Je reviens à coup sûr, je promets. Merci, bravo, bravo.